Läuft der Johannes? Der Johannes läuft? Super. Also, hi und herzlich willkommen zu einem Video. Hör auf zu husten, da hinten. Also ich bin hier gerade in einem anderen Setting, denn ich bin nicht bei mir zu Hause. Gib mal ein Messer. Ach, jo. Mach das so, Manuel, ich hab keine Hose, das ist ganz schlimm. Nein, ich lasse das jetzt so drin. Okay. Also, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier Gäste. Nö. Julian und Nö. Sophie. Die gucken beide jetzt zu. Jedenfalls, ich habe Geld ausgegeben, ziemlich viel. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Hier. Und zwar eine. Was ist das? Sony Alpha 7 II. Und die packe ich mal aus. Das war teuer. Man muss dazu vielleicht sagen, seitdem ich fotografiere, würde ich so eine Kamera haben. Von der habe ich mir jetzt in Anführungszeichen so eine Art Traum erfüllt. Ich habe nee, habe ich nicht vor. So, als Wunder habe. Machen wir mal auf. So. Machen wir mal auf. Was haben wir hier? Genau, hier haben wir die, Fototasche. Ja, das ist so ein Set, da ist halt die Kamera plus Objektiv und so mit drin. Das hat jetzt auch 1200 Euro gekostet. Hier ist eine Speicherkarte noch dabei, die kann aber gerne Julian haben. Die brauche ich nicht, ich habe groß genug. Auf jeden Fall ist hier noch die Tasche, die brauche ich auch. So, und dann ist hier alles Wichtige drin. Aber wir aufmachen, ich drehe am Rad. Da haben wir das. Was ist das hier? Eine Anleitung. Nee, was ist das? Ach, ein Jahr plus Garantie. Ja, schön, danke auch. Wobei kann man ja vielleicht mal in Erwägung ziehen. Julian, Lektüre? Nein. Das gibt es ja. Oh mein Gott. Okay, das ist eine Anleitung, würde ich mal sagen. Hui. Das ist viel. So, dann wollen wir mal gucken. Ah, hier, das Bändchen. Das Bändchen habe ich schon da. Das Bändchen für die schöne Kamera. Der Akku, guck mal, so klein ist der Akku. Ja. Der Akku ist sehr klein. Ich muss mir sowieso echt. Nee, das ist kein Akku. Das ist ein USB-Geding. Das ist gar kein Akku. Scheiße. Was sitzt hier schon auf meinem Platz? Da ist noch mehr drin. Ist das jetzt der Akku? Das hier ist ja. Boah, der ist trotzdem klein. Der ist ja noch schlimmer. Das hier ist der Akku. Also der Akku ist sehr klein. Das ist wahrscheinlich, um irgendwie über USB-C die Kamera aufzuladen, glaube ich. Weil hier ist ja noch ein. Nee, hier ist gar kein USB-C, sondern Micro-USB-Kabel. Ach du Scheiße. Also das uralte Ding. Das ist uralt. So, das mache ich gleich. Sogar noch eine Sonnenblende. Hier ist noch eine Sonnenblende. Tun wir das auch mal zur Seite. So. Warte, ein Schinken, ich komme nicht drauf klar. Ja, ich lese mir das doch nicht durch. Dann ist hier das Objektiv drin, was noch dabei ist. Das ist ein, was ist das Nummer 1? Ein Sony, was steht hier drin? Genau. Was steht da denn nochmal? Ah, 28 bis 70 mm Objektiv, genau. Die sieht schon nice aus. Ja. Muss man halt sagen. Ja, hier. Also, sag ich mal, das ist jetzt zum Beispiel, also ich habe meine alte Kamera verkauft an Julian. Möchtest du dazu irgendwas sagen? Nein. Gut. Ich habe die verkauft. Weil viel zu teuer! Ja, viel zu teuer! Mit das, was du bekommen hast! Jedenfalls, ich habe meine alte Kamera jetzt verkauft, das heißt, die wird jetzt nicht mehr existieren. Ich habe jetzt nur noch die. Auf jeden Fall, hier ist der Body der Kamera. Jetzt müssen wir aber direkt das Objektiv drauf machen, sonst ist der Sensor sofort dreckig. Es ist halt jetzt ein Vollformat-Sensor, das heißt, der ist größer wie... Jetzt ist das Objektiv fest. So. Ja, und so ist jetzt die Kamera. Das hat eine Blende von 3,5 bis 5,6. Okay, also so wie das. Ich glaube, das ist so ähnlich zu vergleichen wie mit meinem Kitsch-Objektiv, was ich jetzt sowieso schon habe. Nur halt, dass das halt jetzt auf dem Vollformat-Sensor ist. Und dann einfach nochmal ganz kurz die Sonnenblende drauf. Einfach für die Optik. Naja, jedenfalls, wie ihr jetzt seht, es ist ein bisschen Zeit vergangen, denn meine Haarfarbe hat sich auch verändert. Warum, wieso, weshalb? Wenn ihr Fragen habt, ich kann es vielleicht mal in irgendeinem Video erklären. Jedenfalls, ich habe die Kamera jetzt schon ein paar Tage, ungefähr, ich glaube sogar seit fast einer Woche. Und ja, deswegen, ich dachte, ich erzähle mal eben, was so bisher der Unterschied ist, der mir jetzt halt aufgefallen ist von jetzt der Alpha 7 II und im Vergleich zur 600D.
denn ihr kennt die bestimmt auch noch. Ich habe schon viele Videos gemacht, viele Fotoblogs und so. Wenn nicht, ich blende euch mal ein paar kleine Ausschnitte noch ein, also von der Videoqualität her, denn ich muss sagen, in erster Linie, was mir aufgefallen ist, ist, dass generell die Bildqualität auf jeden Fall super ist. Ich blende euch auch gerne jetzt nochmal ein paar Bilder ein. Jedenfalls, ja, auch generell damit fotografieren und so macht wieder mega Spaß. Allein einfach, weil ich die ISO jetzt viel, viel besser einstellen kann. Weil bei der 600D war nämlich das Problem, dass wenn ich im Dunkeln fotografieren wollte, konnte ich die ISO zwar sehr hoch, auch hoch, denn so bis, ich glaube, bis 6400, das ging. Aber es sah halt nicht schön aus. So, die Kamera hat dann halt Probleme gehabt, weil es dann sehr gerauscht hat, das Bild, und das ist halt echt nicht schön. Also das hat auch für mich keinen Spaß gemacht, weshalb ich dann auch am Ende weniger im Dunkeln fotografiert habe, als ich es eigentlich lieber gerne machen würde. Denn ich war jetzt zum Beispiel gestern draußen und habe im Dunkeln fotografiert aus der Hand. Das Bild blende ich euch jetzt auch mal eben ein. Und jedenfalls, wie gesagt, ich kann aus der Hand fotografieren, im Dunkeln. Und das ist super, super geil. Und zum Beispiel, was ich auch gut finde, ist halt der bildstabilisierte Sensor, beziehungsweise der stabilisierte Sensor. Das heißt, ich konnte eine Langzeitbelichtung von 2 Sekunden aus der Hand machen. Die blende ich euch jetzt auch mal eben ein. Deswegen, es ist einfach für mich wirklich ein großer, großer Schritt. Einfach, beziehungsweise ein großes, großes Update. Weil die 600D ist halt eine Einsteigerkamera für so Anfänger, die jetzt gerade so ein bisschen Bock haben auf Fotografie. Deswegen habe ich die Kamera auch mit meinem Kumpel Julian verkauft. Grüß an dich. Jedenfalls einfach, weil er hat Lust auf Fotografie und ich habe ihm einen guten Preis gemacht und habe ihm die einfach verkauft, weil ich brauche es halt nicht mehr. Wie soll ich das sagen? Also sag ich mal, die Einstellungen im manuellen Modus sind natürlich dieselben. So ISO, Blende, Verschlusszeit sind natürlich das gleiche. Aber wie man das einstellen kann, sag ich mal, dass man einfach eine super hohe ISO wählen kann ohne Probleme, das ist halt einfach super geil. Dass ich eine kurze Langzeitbelichtung von 2 Sekunden aus der Hand machen kann, super geil. Und das ist einfach das zeigt dann einfach, dass wirklich die Alpha 7 II, die ich jetzt habe, wirklich ein absolutes Profi-Werkzeug ist. Und ich halt einfach mega, mega glücklich bin. Ich bin einfach mega glücklich, dass ich jetzt habe. So, ich wollte, seitdem ich angefangen habe zu fotografieren, seitdem ich auf YouTube solche Videos gesehen habe, jedenfalls da habe ich halt so die Kamera gesehen und ich dachte so, boah, die ist heftig, die will ich irgendwann mal haben. So, und jetzt war es soweit. Ich habe mir auch endlich so eine gekauft. Ich glaube, die Mikrofonqualität, weil ihr hört jetzt auch nämlich das normale Mikrofon der Kamera, also es ist kein Mikrofon oben drauf. Ihr hört die gerade. Von daher, wenn die gut ist, brauche ich vielleicht kein externes Mikrofon mehr kaufen, weil ich hatte ja für die 600D habe ich mir ein Mikrofon gekauft. Da habe ich auch ein Unboxing gemacht. Video verlinke ich euch. Auf jeden Fall, vielleicht brauche ich halt keins. Das wäre natürlich auch cool. Spare ich wieder Geld. Weil ich sag mal so, 1.200 € für eine Kamera ist natürlich schon viel. Aber das Ding ist, es lohnt sich. Also von daher bin ich damit vollkommen cool und habe auch kein schlechtes Gewissen deswegen. Was halt jetzt auch zum Video machen halt super einfach ist, ist der Autofokus, den die Kamera jetzt hat. Weil klar, die 600D hatte auch einen Autofokus, aber halt, sag ich mal, nur einen, wo man halt auf den Auslöser drücken muss, dann fokussiert der einmal automatisch und dann war's das. Dann ist das fest. Und die 7-2, die hat halt, sag ich mal, einen mobilen Autofokus, beziehungsweise, nee, man sagt einen kontinuierlichen Autofokus, genau. Die hat halt einen kontinuierlichen Autofokus, das heißt, es stellt immer scharf. Das heißt, ich kann jetzt weiter ran an die Kamera, er stellt scharf, ich kann wieder zurückgehen, er stellt scharf. Das ist halt super geil. Und ja, es ist halt für mich einfach jetzt nochmal eine Umgewöhnung, einfach auf ein Profi-Werkzeug, womit man wirklich viel anstellen kann, weil ich glaube, dass die Alpha 7 II jetzt auch wirklich eine Kamera ist, wo ich einfach mal sagen kann, okay, das Objektiv, was ich habe, gefällt mir nicht mehr, ich kaufe mir ein neues. So, weil die ist von der Hardware so gut, dass es sich auch lohnt, mal ein neues Objektiv zu kaufen. Deswegen. Und wie gesagt, ihr hört auch gerade den Ton. So, wenn ich auch nochmal ein separates Video zum Ton machen soll, wo ich einfach meine alten Videos mit dem jetzigen Ton der Kamera vergleiche, lasst mir gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo, erst recht, wenn ihr generell Bock auf so solche Themen habt und so, dann lasst mir generell immer gerne ein Abo da. Zum Beispiel habe ich auch noch vor, mein Drohnen-Unboxing, also das Unboxing zu der Drohne hochzuladen, was ich gemacht habe. Wenn ihr das sehen wollt, lasst ein Abo da, dann lade ich das hoch. Schreibt auch gerne in die Kommentare, dass ihr das wollt, dann mache ich das. Es hat sich auch, das kann ich auch noch kurz anmerken, es hat sich auch letztens jemand gewünscht, dass ich zu meinem Auto noch ein Video mache, beziehungsweise ich habe in meinem Auto einen Subwoofer eingebaut. Da hat sich jemand ein Video gewünscht, das werde ich auch noch machen, definitiv, also abwarten. Ach, fällt mir ein, was ich übrigens noch nie erwähnt habe, aber unbedingt machen wollte, guckt bitte in die Beschreibung. Für alle, die Instagram haben, da stehen meine 2 Instagram-Accounts drin, und zwar einmal mein Account, wo ich meine Fotografie hochlade, und der Account, wo ich so Updates über YouTube gebe. Folgt mir da auf jeden Fall, wenn ihr, sag ich mal, Bock habt, meine Bilder zu sehen oder halt Bock habt, so mehr über YouTube noch, was ich so mit YouTube so mache, zu erfahren, dann schaut gerne dahin, wie gesagt, guckt vorbei, folgt mir da. Jetzt nochmal, wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, ansonsten
Ich verabschiede mich bei euch, sage danke fürs Zuschauen und ansonsten, ja, ciao. Ich verabschiede mich bei euch, sage danke fürs Zuschauen. Fuck!